zu scheu. Nora Jones mag keinen Glamour, keinen Hype um sich. Ließ sich nicht ganz vermeiden. Beiläufig avancierte sie vor 5 Jahren zur erfolgreichsten Sängerin der Welt. Nach 2 Platten, weit mehr als 30 Millionen Mal verkauft, tauchte sie erstmal ab. Ins Privatleben. Success, yeah, it kind of stifles you at first. Erfolg, klar, das droht dich zunächst mal zu ersticken. Aber dann verarbeitest du das eben. Ich meine, im Grunde ist Erfolg doch großartig. Da ist nichts Negatives dran. Also sollte man sich nicht davon fertig machen lassen. Die letzten Jahre habe ich die Möglichkeit gehabt, zu schreiben, zu Hause rumzuhängen, in verschiedenen Bands zu spielen, einfach wieder normal zu werden. Und das hat mir geholfen, zurückzukommen. Wake me up when it's over. Wake me up when it's done. When he's gone away, I'm taking everything. Not Too Late, die neue, dritte Platte, liefert den mittlerweile bekannten Nora Jones Sound, jene entspannte Mischung aus Folk, Jazz und Soul. Sie spielt mit derselben Band. Nora braucht Vertrautheit. Neu ist lediglich, sie hat alle Songs selbst komponiert und erstmals wagt Nora Jones sich auch an die Gitarre. Auf der Bühne ist Gitarre ja klasse. Du stehst da und hast die Zuschauer vor deinen Augen. Am Flügel, vor Publikum, das ist schon schwierig. Du hast dieses Riesending zwischen dir und allen anderen. Klar, ich liebe das Piano, aber auf der Bühne ist es eher hinderlich. Da ist der Flügel wie ein großer Elefant. Ich habe das jetzt lieben gelernt, bei Konzerten Gitarre zu spielen. Das Publikum vor mir und die Band an meiner Seite. Nette Songs. Und das ist das Problem von Not Too Late. Alles ist wohl sortiert und eine Spur zu geschmackvoll. Die Musik hat, wie Nora selbst, die Anmut eines Seepferdchens. Hübsch, ein wenig exotisch, aber auch nicht sonderlich aufregend. Da ist jemand zu sehr auf Nummer sicher gegangen. Es fehlen ein paar Lieder, die nicht fahrstuhlkompatibel sind. Ich mache Musik, weil ich Musik mag. Und die Musik auf dem neuen Album ist eben so, wie sie sich entwickelt hat. Ich versuche nicht, jemand anderes zu sein. Ich versuche nicht, mich alle 5 Jahre neu zu erfinden, wie Madonna das tut. Ich mag es einfach, Musik zu spielen. Klar, ich könnte auch mal was anderes spielen, aber bestimmt nicht, um irgendwelchen Kritikern zu gefallen. Stimmt, ja. Nora hat einen Schmelz in der Stimme, eine Leichtigkeit, an die aktuell niemand ranreicht. Meilenweit über den sogenannten Rockröhren. Außerdem, sie schreibt schöne Balladen. Kein Wunder bei ihrer Vergangenheit. Als ich jung war, habe ich immer diese Mixkassetten aufgenommen mit Musik zum Heulen. Als Teenager und Mädchen, melodramatisch so wie ich, da heult man eine Menge. Also habe ich eben diese Heul-Mixbänder gemacht. Wenn ich heute traurig bin, höre ich richtig laute Musik. Das wäre was. Nora Jones lässt es krachen mit einem richtig schmutzigen Gitarrenriff. Tut sie natürlich nicht. Bisher. Im Moment ist sie eine außergewöhnliche Sängerin, die manchmal etwas zu brave Songs präsentiert. Doch sie bleibt ein großes Versprechen. Wir sind zuversichtlich.